Ich habe hier die Unterstützung, die du brauchst. Kommen wir zum Geschäftlichen. Vermilion meldet sich live für UNN. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny, kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Haben deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Mission, okay? Und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Ich dachte, dir kommt's nur auf das Geld an, Tigers. Sprich doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. Das muss man dir lassen, Boss. Ein Artefakt, den Zerg und den Protoss direkt unter der Nase wegzuklauen. Du machst auf jeden Fall keine halben Sachen. Außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman? Diese mutierte Frau schien dich zu kennen. Sie hat dich ganz schön aus der Fassung gebracht, was? Sie und ich. Tja. Das ist eine lange Geschichte. Sie war mal ein Ghost. Damals haben wir uns mit Mengsk verbündet, um die alte Konföderation zu bekämpfen. Wir waren ein echt gutes Team. Was ist mit ihr geschehen? Sie wurde ein Opfer des Krieges. Nichts für ungut, Doc, aber ich möchte lieber nicht darüber reden. Verstehe. Falls du es dir irgendwann mal anders überlegst, ich bin hier. Von der Crew höre ich seltsame Dinge in letzter Zeit. Unerklärliche Geräusche, komische Visionen, Stimmen im Dunkeln. Diese Dinger hier sollen verflucht sein. Abergläubischer Unsinn. Die Artefakte sind völlig inaktiv und außerdem hier im Labor verwahrt.
Es gibt geringe Strahlungsspuren. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie dies andere Teile des Schiffs beeinflussen sollte. Oh Gott. Wollen wir doch stark hoffen, dass wir nicht über Alien-Technologie gestolpert sind, die jetzt in unserem primitiven kleinen Affenhirnen herumfuscht. Behalte sie lieber gut im Auge, Doc. 802 hoch 4 plus 12 und nicht zu vergessen die Dezimalstelle in unserem dritten Exponenten von... Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun, wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Redstone, was für ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Hang? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Ah, Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. Soll ich ballern, Sir? BBF bereit. Wow, Heigen erschreckt. Ich bin schon unterwegs. Warnung.
Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Die Lava steigt. Bringt diese WBF sofort nach oben. Juhu, Überstunden. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Auf der Anzeige ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Rächer. Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. Fürchte den Tod. Was springt dabei raus? Wird erledigt. Was wichtig ist? Ich bin schon unterwegs. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Das ist alles. Tosch hat euch geschickt? Das wurde aber auch Zeit. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Ja, ja. Soll ich irgendwas umwickeln? Ein bisschen Spaß. Schon unterwegs. Was liegt an? Wird gemacht. Warum nicht? Sicher doch. Oh yeah, Baby. Oh, Sir, Sir, Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe Ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube ich. Wenn Sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Los geht's. Kann's kaum noch erwarten. Ich bin ganz... Oh, eingeschreckt! Was nicht? Was springt dabei raus? Oh, das ist alles. Ich höre. Jetzt geht's rund!
Was wichtig hat? Yep. Der Tod kommt von oben. Kommt noch was? Abmarschbereit! Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Warten! Warnung! Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Worauf soll ich ballern, Sir? Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Wird erledigt. Sicher doch. Ja, ich gehe schon. Oh, das ist alles. Schon unterwegs. Wurde Heidenfeld erschöpft. Wird gemacht. Basis wird angegriffen. Los geht's. Wird erledigt. Mineralienfeld erschöpft. Schon unterwegs. Sicher doch. Ja, ich gehe schon. Mineralienfeld erschöpft. Das ist alles. Wird gemacht. Mineralienfeld erschöpft. Was liegt an? Mineralienfeld erschöpft. Wo tut's denn? Soll ich irgendwas umlegen? In Ordnung. Wird erledigt. Los geht's. Oh yeah, baby. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Ich bin schon unterwegs. Fürchte den Tod. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Natürlich. Schon unterwegs. Hier komm ich! Sicher doch. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf Ihre Ressourcen achten. Deine Männer arbeiten schnell. Wir haben schon die Hälfte der Mineralien, die wir brauchen.